Berlin. Brandenburg. Der Bundesrat hat am Freitag das weitere Schicksal des Cannabis-Gesetzes besiegelt. Einige Bundesländer stimmten für den Antrag, eine Mehrheit enthielt sich. Damit landet das Legalisierungsvorhaben der Ampelregierung nicht im Vermittlungsausschuss. So einige äußerten zuvor erneut ihre Bedenken hinsichtlich dieser Lockerung im Bereich der Drogenpolitik. Diese Frage ist so zentral, sie ist so persönlich, dass für mich klar war, ich werde einer Legalisierung von Drogen unter keinen Umständen zustimmen. Auch wenn das Ärger in meiner sächsischen Koalition gibt, die bis jetzt sehr gut gearbeitet hat und ich hoffe auch in den nächsten Monaten das weiter tut. Ich habe so viele Menschen gesehen, die durch Drogenmissbrauch so schwer erkrankt, so schwer geschädigt worden sind, dass sie nie wieder in ihr Leben zurückgefunden haben. Und ich habe mit so vielen Ärzten gesprochen, die davor gewarnt haben, diesen Weg zu gehen. Am Ende wird dies Menschenleben kosten, wie beim Missbrauch von Drogen generell. Die im aktuellen Gesetz vorgesehenen Hürden dürften nach unten und nach abgebaut werden. Und die Schwelle zur Enttabuisierung weiterer psychoaktiver Stoffe wird sinken. Der Staat aber, sehr geehrte Damen und Herren, hat die Pflicht, Menschenleben zu schützen. Das wollte ich hier und heute in der Verantwortung vor der Zukunft, gerade auch der nächsten Generationen, noch einmal ganz klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Der zuständige Ressortchef wiederholte hingegen seine Argumente für diesen Schritt. Die Cannabispolitik der letzten 10 Jahre ist gescheitert. Wir haben eine Verdopplung des Konsums, insbesondere auch bei Kindern und Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen. Der Jugendschutz funktioniert nicht. Der Schwarzmarkt wird immer größer. Wir haben eine Verdopplung der Zahl der Drogentoten in den letzten 10 Jahren gehabt. So konnte es nicht weitergehen. Ich war jahrelang auch gegen eine Cannabis-Legalisierung, aber die Studienlage zeigt, wir brauchen hier ein neues Angebot. Nun steht der Teilfreigabe von Cannabis zu Genusszwecken nichts mehr im Wege. Laut Lauterbachs Gesetzentwurf dürfen Volljährige ab Anfang April Cannabis unter bestimmten Bedingungen konsumieren und teilweise auch anbauen. Der Bundestag hatte das Gesetz Ende Februar beschlossen.